Hallo und willkommen zurück, diesmal zu einem etwas anderen Video. Wie ihr wisst, haben mein Mann und ich gerade unsere Wohnung gefunden und ich habe euch ja auch in den letzten Videos gesagt, dass das ziemlich gedauert hat und das lag unter anderem nicht nur daran, dass natürlich der Wohnungsmarkt in Berlin sehr, sehr schwierig ist, sondern auch daran, dass wir vielleicht anfangs gar nicht wussten, worauf müssen wir achten, was wäre vielleicht gut zu wissen, und wir haben in dem fast ein Dreivierteljahr Prozess ganz schön was dazugelernt. Und ich wollte gerne die wichtigsten Tipps, die wir gesammelt haben, mit euch teilen. Die haben uns sehr geholfen, wenn wir uns so anschauen, wie wir vorgegangen sind. Am Anfang ging es eher nicht so weit. Es hat lange gedauert, bis Antworten kamen. Wir kamen nicht wirklich vorwärts. Und dann am Ende hin hatten wir so viele Tipps zusammen, wie wir an diese Sache rangehen, wie wir uns bewerben, wie wir suchen, dass es ziemlich schnell funktionierte, und ich möchte euch gerne diesen Schmerz vom ewigen Warten abnehmen. Ich möchte nicht, dass ihr ein Dreivierteljahr warten müsst. Vielleicht ist es ja auch dringend, wie bei uns. Und deswegen möchte ich euch heute mal ein paar Kniffe und Tricks und Tipps zeigen, wie das schneller geht. Der erste Tipp ist, habt tatsächlich genug Geld für die Wohnung, die ihr beziehen wollt. Das heißt, die Miete der Wohnung sollte ein Drittel eures Einkommens nicht überschreiten. Wenn ihr das nicht könnt, also wenn die Wohnung teurer ist als das, solltet ihr euch vielleicht eine andere Wohnung suchen. Schaut nach Wohnungen, die wirklich bezahlbar sind, auch in schwierigen Zeiten bezahlbar sind. Na klar kann man sagen, okay, jetzt verdiene ich gerade gut, ich habe noch einen Nebenjob und jetzt geht das, aber was ist, wenn der Nebenjob wegfällt? Also plant das gut, das Einkommen, was ihr wirklich jeden Monat habt, ein Drittel davon sollte die Miete sein, auf keinen Fall mehr. Dann zum Geld. Ihr solltet bei den Bewerbungen tatsächlich auch zeigen können, dass ihr diese Miete habt, also dass ihr dieses Einkommen kriegt. Bedeutet, habt genug Geld und könnt das auch bitte nachweisen. Also nicht, ich krieg mal hier was zugesteckt und ich mache mal hier 2 Euro im Online-Business, das ist schön, aber das interessiert den Vermieter nicht wirklich. Wichtig ist für den Vermieter, habt ihr ein Drittel dieses Einkommens für die Miete und habt ihr ein Einkommen, womit ihr es zahlen könnt, jeden Monat. Das heißt, er möchte Kontoauszüge, er möchte Gehaltsnachweise, dass ihr wirklich die Zahlung kriegt, die ihr braucht, um diese Wohnung zu finanzieren können. Wenn ihr das nicht könnt, warum sollte er euch die Wohnung geben? Er würde ja davon ausgehen, dass ihr sie sofort nicht zahlen könnt. Und eine Sache, die wir auch gelernt haben, erst am Ende, den Tipp haben wir von einem Makler bekommen. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür. Wir haben tatsächlich nicht dann bei ihm die Wohnung genommen, sondern haben diesen Tipp auf andere Wohnungen noch halt angewendet. Sehr wichtig, wenn ihr tatsächlich in einem Zeitpunkt seid, wo ihr die Wohnung nicht zahlen könnt, aber ihr müsst unbedingt raus und ihr habt vielleicht noch keine Ausbildung oder keinen Job und ihr seid in dem Bewerbungsverfahren oder ihr sucht noch oder ihr seid gerade komplett in der Luft und wisst nicht, wie ihr das finanzieren sollt, müsst aber eine neue Wohnung. Dann geht es auch noch, dass ihr eure Eltern um eine Bürgschaft anfragt. Also, dass ihr sie bittet, eine Bürgschaft entweder selbst zu formulieren oder direkt vom Vermieter auszufüllen und zu unterschreiben. Diese Bürgschaft ist verpflichtend. Das heißt, da wird dann sowas drinstehen wie, ich verpflichte mich meiner Tochter, meinem Sohn und so weiter zu helfen. In dem Fall heißt das, die Miete zu zahlen, wenn ihr das nicht könnt. Und das ist eine Bürgschaft, die ist verpflichtend, sollte das dazu kommen. Müssen eure Eltern tatsächlich auch bereit sein. Also bitte sagt euren Eltern das, seid komplett transparent, trickt sie nicht hier irgendwas rein, ja, unterschreibt mal, ist gar nicht so schlimm, das ist verpflichtend, das ist wichtig. Aber viele Eltern sind bereit, das zu zahlen, wenn es dann mal nicht sein sollte. Also falls ihr doch mal den Beruf verliert oder die Ausbildung nicht klappt und so weiter. Eine andere Sache ist, die speziell haben wir jetzt von dem Makler gelernt, lasst eure Eltern doch einen Zettel schreiben, hiermit bestätige ich, dass ich meiner Tochter, meinem Sohn, so und so viel Euro im Monat zahle. Ob das jetzt Taschengeld genannt wird oder einfach eine monatliche Zahlung oder was auch immer. Manche Eltern machen das tatsächlich. Manche sind vielleicht bereit dazu. Egal, lasst eure Eltern das schreiben. Und dieser Mann, dieser Makler hat uns auch gesagt, dieser Zettel ist nicht so verpflichtend wie eine Bürgschaft. Das heißt, solange der Vermieter sieht, okay, sie bekommen jeden Monat 1000 Euro, dann ist er beruhigt, dann weiß er, okay, die Eltern haben versichert, die machen das. Der Makler zu uns sagte persönlich, es muss nicht so sein, aber es ist als Absicherung für den Vermieter. Tipp an euch, lasst es aber wirklich so sein. Also, na klar, könnt ihr jetzt pokern und sagen, meine Eltern haben das geschrieben, vielleicht zahlen sie mir die 1000 Euro gar nicht. Aber versucht wirklich mit euren Eltern zu sprechen. Vielleicht unterschreiben sie die Bürgschaft, vielleicht schreiben sie euch auch so einen Zettel, der nachweist, okay, ihr habt genug Einkommen, um diese Wohnung tatsächlich zu mieten.
Redet mit euren Eltern. Macht nichts Krummes, keine krummen Geschäfte. Seid wirklich ganz transparent, das ist wichtig, denn im Nachhinein fällt es auf euch zurück. Aber das ist der erste Bereich dieses großen Tipps. Habt genug Geld, könnt genug Geld nachweisen. Und wenn notfalls das nicht reicht, fragt eure Eltern um Hilfe oder eure Erziehungsberechtigten, je nachdem, wer euch helfen kann. Der zweite Tipp ist, macht es euren zukünftigen Vermietern so leicht wie möglich. Das heißt, habt von Anfang an die vollständigen Unterlagen bereit, schickt alle Unterlagen rein, schreibt ordentlich, schreibt sauber, schreibt fehlerfrei, korrigiert nochmal, was ihr alles einreicht, sorgt dafür, dass von Anfang an alle Unterlagen da sind, denn es steht oft in den E-Mails oder auf den Webseiten, ja, Unterlagen können nachgereicht werden und so weiter. Wenn ihr die Unterlagen habt, dann schickt sie ein. Macht das von Anfang an gleich, dem Vermieter ist das so am leichtesten, er hat keine Probleme, er muss nichts nachfragen. Somit ist es schon einfach mal ein viel besserer Eindruck von euch, weil er sagt, okay, die sind echt vorbereitet, die sind organisiert, die wären gute Mieter. Und vielleicht sogar, wenn ihr jetzt sagt, Mann, der will echt viele Unterlagen haben, fasst das in der PDF für ihn zusammen. Wir hatten Fälle, wo wir, keine Ahnung, 18 Seiten einschicken mussten und diese 18 Seiten einfach als E-Mail-Anhang komplett durcheinander, will irgendwie keiner. Deswegen macht euch die extra Mühe, es ist nicht so viel, aber es bringt euch wirklich einen großen Vorteil. Macht das Ganze einfach in eine PDF. Am besten noch mit Inhaltsverzeichnis, dann seid ihr so wirklich 1 plus mit Sternchenkunde. Macht eine PDF, erstellt ein Inhaltsverzeichnis, was ist alles drin, vielleicht sogar eine Anmerkung, was muss noch rein. Wenn ihr eine Namensänderung habt, wie wir zum Beispiel, legt die Eheurkunde mit rein. Wenn ihr irgendwie umgezogen seid, wenn ihr irgendwelche Dokumente noch eventuell nachreichen müsstet, legt sie vorne rein mit rein, alles was ihr habt, absenden, das macht einen super Eindruck und es erleichtert dem Vermieter auf jeden Fall, mit euch zu arbeiten und hat auch einen guten Eindruck, einfach okay, mit denen kann ich arbeiten, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass mal was nicht kommt. Also wirklich, macht das, wenn ihr das könnt. Wenn ihr auf Unterlagen wartet, dann schreibt ihm das auch. Dann denkt er nicht, ah, die haben sie gar nicht, sondern schreibt ihm das. Nächste Sache ist auch wieder im Punkt, macht es dem Vermieter leicht, seid immer erreichbar. Ich habe, bevor wir eine Wohnung gesucht haben, bevor wir eine Ausbildung gesucht haben, mein Handy immer auf Flugmodus oder lautlos gehabt. Weil ich der Meinung war, okay, WhatsApp und Nachrichten und so weiter sind wie E-Mails. Ich lese sie, wann ich Zeit dafür habe. Ich möchte nicht die ganze Zeit ein Blingen im Hintergrund hören und dann nervös werden, oh mein Gott, wer schreibt mir jetzt? Aber diese Prozedur von Ausbildungsfindung und Wohnungsfindung hat das Ganze verändert. Mein Handy ist nun kontinuierlich auf laut, also auf Tonmodus. Sogar in der Nacht, was ich früher nie gedacht hätte. Ich habe einfach in der Nacht natürlich das Internet aus. Das heißt, wenn ich morgens von einem Anruf geweckt werde, der sagt, wir möchten Sie gerne einladen zum Gespräch oder wir haben einen Besichtigungstermin für Sie, dann höre ich das auch. Das ist richtig wichtig. Seid erreichbar, so gut ihr könnt. Natürlich jetzt nicht, wenn ihr in einem Meeting seid, aber habt euer Handy auf laut, seid erreichbar, seid zugänglich für die Vermieter, antwortet ihnen schnell auf ihre E-Mails. Das ist wirklich sehr wichtig. Und wenn dann doch mal was nicht klappt, wenn ein Telefonat nicht gut läuft oder wenn ihr eine Absage kriegt oder was auch immer, bleibt höflich. Denn sagen wir zum Beispiel jetzt, Vonovia hat euch eine Wohnung angeboten, hat nicht geklappt und ihr seid jetzt richtig wütend. Ihr habt alles auf diese Wohnung gesetzt und ihr seid unhöflich am Telefon und rastet total aus. Was bringt euch das? Denn wenn Vonovia eine weitere Wohnung für euch hat, ich weiß nicht, ob sie unbedingt so glücklich sind, jemandem das zu geben, der sie beleidigt hat. Deswegen sollte selbstverständlich sein, ich sag's trotzdem nochmal, bleibt ruhig, bleibt höflich, das bringt euch am weitesten. Der dritte Tipp ist, schreibt wirklich nur Wohnungen an, die ihr auch wirklich hundertprozentig beziehen wollt. Also, wenn ihr jetzt auf einer App seid oder auf einer Webseite seid und ihr schaut euch eine Wohnung an und ihr sagt, ja, da könnte ich mir vorstellen, drin zu wohnen. Nicht, mal gucken, ich weiß nicht, und das ist nicht schön, das ist nicht schön. Sicherlich, ihr werdet keine perfekte Wohnung finden. Es wird immer was zu machen sein. Da wird eine Badewanne fehlen oder wird eine Tapete nicht schön sein. Ihr müsst renovieren oder es ist vielleicht doch nicht so nah an der Arbeit, wie ihr wolltet. Sowas kommt vor. Wenn euch das stört, dann schließt es von vornherein aus, aber schreibt bitte nur Wohnungen an, wo ihr sagt, ich kann mir vorstellen, in dieser Wohnung zu wohnen oder vielleicht sogar, ich freue mich, in dieser Wohnung zu wohnen. Ich würde mich freuen, wenn jemand mir sagt, ja, sie können. Bitte nur diese anschreiben und das macht es leichter, wenn ihr am Anfang schon bestimmte Prinzipien oder Kriterien habt, wo ihr sagt, okay, die sind mir wichtig, ohne die kann ich eigentlich die Wohnung nicht beziehen. Das kann sein, muss so und so weit von der Arbeit entfernt sein oder von meinen Eltern oder von meinem Freund, was auch immer, eine gewisse Entfernung. Oder wir brauchen eine Badewanne. Wir brauchen einen Fahrstuhl, wenn es ab einer bestimmten Etage ist, weil wir nicht so schwer tragen können, weil wir zu alt sind, weil wir Gebrechlichkeiten haben. Es kann alles sein. Schreibt euch diese Kriterien auf. Was ist euch wichtig? Fenster im Badezimmer, Badewanne, Dusche,
Muss sie renoviert sein? Wie groß muss sie sein? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So ein, zwei Quadratmeter können viel ausmachen. Schreibt euch auf, wie groß muss sie sein? Sagen wir, okay, ich will 60 Quadratmeter, dann gucke ich auch wirklich nur Wohnungen ab diesem Bereich an. Das kann man manchmal als Filter einstellen, das kann man manchmal auch einfach nur im Kopf haben. Aber geht vorher, bevor ihr diese Bewerbungen schreibt, mit ein bisschen Bedenken rein. Sprecht euch vielleicht mit eurem Partner ab, was ist uns wichtig, was muss unbedingt drin sein und was wäre schön. Dann passiert das auch nicht, dass ihr Wohnungen habt. Sagen wir, wir bewerben uns jetzt für Wohnung X. Die hat keine Badewanne, aber uns ist eine Badewanne ganz doll wichtig. Und jetzt sagt er uns zu, ja, sie können die Wohnung haben. Und letztendlich habt ihr alles verschwendet. Wir haben Energie verschwendet, um uns zu bewerben. Suchen, vorbereiten, kontaktieren, E-Mail-Kontakt, Telefonkontakt. Und dann sagt ihr, die Badewanne ist uns so wichtig, wir können die Wohnung nicht nehmen. Dann habt ihr Energie und Zeit verschwendet. Wofür? Deswegen sucht euch gleich die Kriterien raus, die euch wirklich wichtig sind und auch nur dann für die Wohnung bewerben, dass ihr es im Nachhinein nicht bereut. Wir hatten den Fall, wir haben uns für eine Wohnung beworben. Mein Mann hatte von vornherein gesagt, ihm gefällt die nicht so. Die war auch wirklich nicht gut geschnitten, in die Küche wäre man kaum reingekommen. Das Schlafzimmer war sehr ungünstig ausgerichtet. Und ich habe gesagt, naja, es geht, wir können uns ja mal bewerben. Und im Nachhinein sagte ich auch, gefällt mir gar nicht, kann ich mir nicht vorstellen, drin zu wohnen, das geht nicht. Und die Wohnung sagte dann, ja, ist okay. Wahrscheinlich, weil wir die Einzigen waren, die gesagt haben, ja, die finden wir gut. Vielleicht auch Zufall, keine Ahnung. Aber dann haben sie zugesagt und wir waren so sehr in diesem Drang, schnell eine Wohnung zu finden und haben trotzdem abgesagt. Wir haben uns so schlecht gefühlt, aber weil wir im Voraus nicht gesagt haben, die gefällt uns nicht, die nehmen wir nicht, sondern weil wir sie angeschrieben haben, weil wir sie sogar besichtigt haben. Macht das bitte nicht, erspart euch das. Sucht euch bitte nur die Wohnungen, wo ihr auch wirklich drin wohnen wollt. Der vierte und letzte Tipp ist, haltet euch bitte an vertrauenswürdige Unternehmen und Personen. Es gibt auch manche Privatpersonen, die das anbieten. Es gibt die typischen Wohnungsunternehmen. Versucht wirklich Leute zu finden, die ihr vielleicht schon kennt oder denen ihr auf jeden Fall vertraut. Das heißt, wenn das jetzt ein Markenname ist, beziehungsweise ein Unternehmensname, den ihr kennt, HOVOG, Vonovia, Gesobau, all diese, und ihr sagt, okay, den kann ich vertrauen oder noch besser, die sind berühmt, ich kann sogar recherchieren, macht das. Informiert euch erstmal über die Leute, bevor ihr mit denen irgendwie in Kontakt geht oder Verträge unterschreibt und so weiter. Schaut nach, sind die vertrauenswürdig, haben die gute Bewertungen, könnte ich mir vorstellen, da zu wohnen. Denn letztendlich, selbst die schönste Wohnung kann ruiniert werden, wenn euer Vermieter euch wirklich zum Wahnsinn treibt. Also informiert euch. Und noch wichtiger vielleicht, die Firmen sind eine Sache, Privatpersonen. Man kann Privatpersonen nicht so gut recherchieren wie Firmen. Die haben auch keine Google-Bewertung. Deswegen müsst ihr auf euer Bauchgefühl hören und das, was ihr von ihnen bekommt, wirklich genau anschauen. Kann ich der Person vertrauen? Klingt das irgendwie komisch? Oder sagt mein Bauchgefühl mir, ich glaube, der will mich irgendwie reinlegen? Schaut nach. Was hat er euch für Informationen gegeben? Ist das okay? Googelt vielleicht auch, fragt Meinungen auf YouTube nach. Ist das irgendwie falsch? Geht das wirklich? Ist mein Misstrauen berechtigt? Schaut sowas bitte unbedingt nach, informiert euch. Und wenn euer Bauchgefühl euch sagt, klappt nicht, dann macht's nicht. Auf keinen Fall. Gerade bei so einer Sache wie der Wohnung, das ist eine riesige Verpflichtung. Die meisten Verträge gehen 1 bis 2 Jahre mindestens. Ihr zahlt monatlich Kosten, ihr zahlt vielleicht jährlich nochmal was drauf. Das ist so wichtig, deswegen informiert euch, wenn ihr könnt. Und achtet auf euer Bauchgefühl. Wir hatten einen Fall, da war eine Wohnung angeboten worden, die war sogar schon möbliert. Und der Vermieter sprach kein Deutsch und war auch nicht in Deutschland. Die Wohnung gehörte ihm irgendwie und er sagte, ja, wenn ihr das wollt, dann, also wir haben über E-Mail kontaktiert, ich spreche fließend Englisch, deswegen haben wir auf Englisch E-Mails geschrieben und er hat auch sämtliche Daten hingeschrieben, ja, so und so viel Geld und dem Stockwerk und so. Aber es war sehr merkwürdig und ich schrieb weiter mit ihm. Letztendlich, er hat eine Wohnung angeboten, vollkommen möbliert. Sieht erstmal jetzt nicht schlimm aus, wohnt aber nicht im Land, ist also kein Ansprechpartner. Ihr könnt nicht ihn einfach besuchen oder er kann nicht vorbeikommen, er kann sich das nicht anschauen. Er hat das über eine Webseite gemacht, also nicht über sich, sondern über eine andere Webseite, an die ihr zahlt, bevor ihr an ihn zahlt, bevor dann alles an ihn geht. Das klang alles richtig merkwürdig. Vielleicht war es richtig, aber es klang merkwürdig. Er spricht kein Deutsch, das heißt, der Vertrag, in welcher Sprache ist der? Läuft er über ihn? Kann er überhaupt die Verträge lesen? Kann er überhaupt da mitmachen? Und die nächste Sache, das war der größte Punkt, das Geld sollten wir im Voraus schon mal
überweisen, aber dann kann er uns einen Rabatt geben und so weiter. Da haben so viele Alarmglocken einfach geläutet. Ein Rabatt auf Miete. Hier was schieben, da was schieben. Wenn ihr es so macht, müsst ihr weniger zahlen. Habe ich letztendlich nicht gemacht. Gott sei Dank nicht. Ich bin abgesprungen. Ich habe gesagt, nein, ich habe kein gutes Gefühl. Vielen Dank, aber wir möchten nicht. Und wir haben es den ganz traditionellen Weg gemacht über eine Wohnungsgesellschaft. Und wir sind glücklich. Also wirklich, haltet euch an vertrauenswürdige Personen. Bitte, das ist meine größte Bitte wahrscheinlich im ganzen Video. Ihr könntet sonst bräunen. So, ich bin fertig mit meinen Tipps. Das sind, groß gesagt, 4, aber natürlich viele kleiner noch mit drin. Ich hoffe sehr, diese Tipps können euch helfen, können euch dabei unterstützen, eure Wohnung schnell zu finden. Und ich hoffe, dass ihr bald so glücklich seid wie wir und dass ihr endlich sagt, okay, wir haben die eine Wohnung gefunden, vielleicht sogar das Haus, was ihr mieten wollt. Und wir sind endlich zu Hause. Und wenn es geklappt hat, wenn ihr Tipps angewendet habt oder wenn ihr vielleicht sogar sagt, Mann, ich habe Tipps, die wurden hier gar nicht erwähnt, bitte schreibt sie doch in die Kommentare, dass andere sie auch noch finden können, dass wir uns gegenseitig helfen. Und ich hoffe, ihr habt viel Glück. Ich wünsche euch alles Beste und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!